Ich arbeite bei 350.org und es heißt 350, weil das ist die sichere Menge von CO2 in der Atmosphäre. Wir sind eine weltweite Klimakampagne-Organisation. Wir sind in 2008 gegründet worden und wir unterstützen in der ganzen Welt Grassroots-Aktivisten und ihre Aktivitäten. Und was ist oder was sind eure Aktionen hier in Paris oder was tut ihr speziell zu dem Gipfel hier in Paris? Also für uns ist die Mobilisierungsarbeit sehr wichtig. Wir wissen, dass die Politiker wir müssen die fordern, oder? Wenn wir die nicht fordern, dann wir wissen, dass das Abkommen ganz schwach wird und wir wissen auch, dass es geht nicht nur um das Abkommen, sondern das um Weiterkämpfen. Und deswegen unser Hauptziel hier ist die Klimaaktivisten aus der ganzen Welt, aber insbesondere in Europa, weil der Gipfel in Europa stattfindet, zu stärken, sodass sie in das kommende Jahr, in 2016, weiter mobilisieren und auch teilweise zivile Ungehorsam organisieren. Weil wir wissen, wenn wir nicht eskalieren, dann haben wir keine Chance, Klimawandel in den Griff zu kriegen. Du hast es jetzt eben schon angedeutet. Was wäre denn aus deiner Sicht jetzt wichtig für die hier entstehende oder schon entstandene oder auch weiterhin entstehende globale Klimabewegung jenseits der COP? Also jenseits der COP. Es ist einfach, dass wir wissen, dass es die Kohle, Erdgas, Öl muss unter dem Boden stehen. Und deswegen, wir müssen schauen, dass es keine neuen Infrastrukturprojekte gibt und auf der anderen Seite auch die schon gibt, dass wir die zuschalten und noch dazu, dass wir erneuerbare Energie für alle unterstützen. Ich komme ursprünglich aus Indien und es ist wirklich eine Schande, dass in meinem Land 300 Millionen Personen haben keinen Zugang zu Energie. Wir möchten, dass alle Zugang zu Energie haben, weil es ist klar, Lebensqualität ist besser, aber es muss sauber sein. Und in Bezug auf die COPs, die jetzt bald folgenden COPs, was ist da die Position von 350? Also wir möchten ganz klar, dass das Abkommen zeigt, dass die fossilen Brennstofffirmen müssen dicht machen. Also es muss ganz klar ein Signal geben, dass wir die nicht mehr dulden werden. Weil wenn diese Firmen noch immer Business as usual machen, haben wir keine Chance.